wenn ich jetzt darauf eingehe, die Frage, was waren es von Haiangriffen und andere Sachen halte? Meine Augen, wenn ich nämlich jetzt wirklich ehrlich bin, ist an solche Angriffe, zum Beispiel Haiangriffe, Haiangriffe, Krokodilangriffe, Flusspferd und so weiter, der Mensch selber schuld. Und wieso und weshalb? Aus einem sehr einfachen und simplen Grund. Der Mensch ist ein Trockennasenaffe. Also er gehört zur Spezies der Trockennasenaffen in der Art der Menschenaffen. Und der Mensch ist dann ein Leben angepasst in Steppen, Savannen und lichten Waldgebieten. Das heißt, der Mensch lebt eben in Steppen, Savannen und lichten Waldgebieten. Und all diese Gebiete weisen eine Charakteristik auf. Da gibt es nicht viel Wasser. Da gibt es ein paar Wasserlöcher, ein paar Flüsse und das war's dann aber meistens im Großen und Ganzen. Das Problem daran ist, der Mensch hat eine große Freude daran, ins Wasser zu gehen, wo dir wahrscheinlich, könnte man sagen, alle anderen Lebewesen auf unserem Planeten dir einen Vogel zeigen. Weil selbst Lebewesen, die am Leben am Wasser angepasst sind, damit spreche ich jetzt nicht Wale und Delfine an, weil die können sowieso nicht außen Wasser, außer sie machen Suizid. Dann können sie es machen. Sondern ich meine jetzt Robben und Seehunde, Seeotter und zum Beispiel Pinguine. All diese Tiere können im Wasser und an Land. Und all diese Tiere werden nicht ins Wasser gehen, wenn sie es nicht müssen. Wenn ein wenn ein Pinguin oder eine Robbe oder sowas nicht hungrig ist, dann wird die nicht ins Wasser gehen. Einfach nur, außer es kommt ein Raubtier an Land und will es fressen, dann geht es natürlich ins Wasser. Aber es wird sonst nicht ins Wasser gehen. Einfach deshalb, weil diese Tiere wissen, im Wasser sind Gefahren. Da sind andere Raubtiere, denen du unterlegen bist. Weil selbst ein Tier, das ans Leben, teilweise halt, ans Wasser angepasst ist, wie ein Seehund, eine Robbe, ein Pinguin, sind immer noch langsamer und empfindlicher als Haie und andere Tiere, die an ein komplettes Leben im Wasser angepasst sind. Ein Pinguin oder eine Robbe schwimmen einem Hai nicht davon. Und wenn schon diese Tiere wissen, dass man nicht ins Wasser gehen soll, wenn man es nicht muss, dann ist der Mensch ein Idiot. Weil er geht ins Wasser, obwohl er es nicht muss. Einfach nur um Spaß zu haben. Und dann wird er attackiert, gebissen und oder gar getötet und dann pinkelt er sich an. Oder dann alle anderen Tiere, die einen Vogel zeigen würden und sagen würden, Arschloch, dann bleib halt aus dem Wasser draußen. Du hast keine Schwimmhäute, du kannst deine Luft nicht sonderlich lang anhalten und du bist auch nicht der beste Schwimmer von allen. Dann bleib draußen aus dem Wasser. Ich folge dieser Logik. Wenn ich nicht unbedingt einen Fisch fangen will oder sowas, oder irgendwelche Steine oder Larven oder sowas suche, gehe ich nicht zum Wasser, weil was soll ich darin? Im Wasser werde ich nass und dann stink ich, weil Wasser macht stinky. Weil viele Leute sagen, wie man das meint, habt ihr schon mal probiert? Eure Haare einfach nur nass zu machen, gerade in einem See. Nur ein bisschen nass, dann geht raus und dann riecht mal an den Haaren. Die müffeln. Das liegt daran, da wenn Haare nass werden, öffnen sich die Poren, die Haare schwellen eben an, weil sie sich mit Wasser vollsaugen. Und das Duftstoffe freisetzen, die normalerweise im trockenen Zustand nicht freikommen. Zum Beispiel, jetzt gutes Beispiel dazu, deswegen meiden auch Katzen das Wasser. Erstens, Katzen wissen, auch wenn sie recht gute Schwimmer sind, also eine Katze sauft so schnell nicht ab, wenn sie ins Wasser fällt, dass im Wasser größere Tiere sind, die sie fressen können. Zum Beispiel Krokodile, Haie, wasserlebende Schlangen, größere Fische
und so weiter. Zweitens, nasses Fell stinkt. Und das Stinken verrät nicht nur deine Position, was Jagen schlechter macht, sondern es macht dich auch anfällig für die Angriffe von anderen Raubtieren. Du wirst nämlich auch besser gerochen von denen. Also meidet man das Wasser. Und wie gesagt, selbst Tiere, die an Leben im Wasser angepasst sind, wenn sie es nicht müssen, dann tun sie es nicht. Nur der Mensch. Der Mensch macht sowieso viel Blödsinn und viel Dummheit wegen, keine Ahnung. Ich habe noch nicht wirklich herausgefunden, warum. Ich sage immer dazu, wenn man mich fragt, aus Langeweile. Der Mensch wird von nichts mehr gejagt. Der Mensch muss sich auch sonst eigentlich in seinem Leben nicht anstrengen, weil und dann wird es ihm langweilig, weil der Körper oder der Instinkt ja trotzdem irgendwie daran angepasst sind, dass Stress kommt, Viecher jagen dich nach, Viecher wollen dich fressen. Und naja, dann macht man sich seinen eigenen Stress, hupft auf Bahngleisen rum, greift an die Strommasten, springt vom Hausdach und so weiter. Und dann wirst du natürlich verletzt, nur halt nicht von einem Raubtier, wie es eigentlich sein sollte, sondern durch deine eigene Dummheit. Dann gibt es intelligente Leute, die sich mit Lebertran einschmieren, wie ich schon mal gesehen habe, und dann ins Meer springen, damit sie von Haien attackiert werden und sowas, damit sie einen Adrenalinboost kriegen. Ja, genau sowas. Genau sowas. Das Lustigste ist, Menschen haben von Wildtieren Angst. Wölfe, Bären, Krokodile, Haie, Schlangen. Diese Tiere sind böse, weil die können dich angreifen. Und dann kannst du verletzt werden. Und dann könntest du gegebenenfalls sterben. Ja, wow. Warum hat der Mensch dann eigentlich nicht von Tieren Angst, von denen er eigentlich wirklich Angst haben sollte? Zum Beispiel statistikweise das Tier, das die meisten Menschen tötet oder verletzt in einem Jahr, ist der Mensch. Der Mensch ist auch ein Tier. Somit ist, wenn du eine Liste machst, welches Tier wird von verletzt und tötet die meisten Menschen pro Jahr, dann wird immer der Mensch an der ersten Spitze sein. Erstens, er ist das häufigste Tier, also fast häufigste Tier, wie man jetzt meint. Und somit ist es recht normal, dass Menschen einander töten. Das war schon irgendwie immer normal. Das hat sich seit der prähistorischen Zeit, vor 2-3 Millionen Jahren, als sich der Mensch, so wie wir ihn jetzt kennen, entwickelt haben, nicht geändert. Dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen und umbringen. Und das wird sich in 2 Milliarden Jahren auch nicht ändern, wenn es den Menschen dahin noch nicht gibt, wenn nicht vorhin alle an Corona gestorben sind, in ihrer Hyper, die Trotteln. Und das nächste Tier, also die nächste Tiergruppe, woran die meisten Menschen nach Menschen sterben, sind Hunde. Witzigerweise hat aber irgendwie die Weltbevölkerung, bis auf ein paar Ausnahmen, keine Angst vor Hunden. Trotzdem sterben mehr Menschen jedes Jahr oder werden verletzt von Hunden, als von Wölfen, Kojoten, Schakalen, Dingos, afrikanischen Wildhunden, Löwen, Leoparden, Tigern, Geparden, Jaguar etc. gemeinsam. Seltsam. Aber von all diesen anderen Tieren haben die Leute Angst. Vor Hunde nicht. Der Unterschied auch, warum so viele Menschen durch Hunde zu Schaden kommen oder getötet werden, liegt hauptsächlich daran, Hunde haben keine Angst vor Menschen. Wildtiere, egal welches, meiden normalerweise die Menschen, weil
sie mit ihm nichts anfangen können. Wildtiere sind normalerweise nicht so sozial, dass sie zu einem anderen Wildtier, das nicht ihrer Art angehört, hingehen und sagen, oh, Lady, Alter, lass uns zusammen chillen, lass uns zusammen Freunde sein. Wildtiere kommen zu dir, wenn sie glauben, sie kriegen was zum Fressen. Wenn sie glauben, du kannst ihnen irgendwie helfen, wenn sie zum Beispiel von einem anderen Raubtier flüchten und dich als Schutzschild nehmen, könnte man so wahrhaft sagen. Und sonst bist du denen meistens scheißegal. Hunde sind darauf gezüchtet, mit Menschen zusammen zu sein. Das heißt, sie haben auch kein Problem mit Menschen zusammen sein. Da aber Hunde, und das ist wahr, und wenn es auch die Leute noch so aufregt, dafür gezüchtet worden sind, seit Jahrtausenden, eigentlich andere Tiere, andere Menschen und sich gegenseitig umzubringen, wird dieses gezüchtete Ding ewig drinnen bleiben. Es ist ja jetzt erst seit ein paar hundert Jahren nicht einmal in Hunde als Familienmitglieder anzusehen. Vor ein paar hunderttausend Jahren waren Hunde dafür da, wenn Krieg war, hast du sie in den Krieg geschickt, dass sie irgendwelche Leute tot beißen, wenn sie mit auf die Jagd gegangen sind, irgendwelche Tiere tot zu beißen, und das war's. Aber trotzdem werden die Leute immer mehr Angst haben vor Wildtieren, da wird sich auch nie was ändern. Und würde man einfach gewisse Sachen vermeiden, dann hättest du auch damit kein Problem. Wenn man von Krokodilen Angst hat, ja, dann geh nicht zu einem Fluss, dann geh nicht zu einem Meer, dann geh nicht zu irgendeinem See oder sonst was, wo du weißt, in diesem Gebiet leben Krokodile. So einfach ist es. Ja, aber naja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye-bye.